Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Vielleicht zunächst mal ein paar Sätze noch zu meinem Hintergrund. Also ich bin von Beruf her ursprünglich mal Bäcker gewesen, aber dann zum Soziologen sozusagen geworden seit längerem auch so mit Kinder- und Jugendfragen befasst. Also sozusagen meine ganze Arbeit so an der Uni, meine wissenschaftliche Arbeit, die war eigentlich immer um dieses Thema zentriert. Ich wollte dann immer wieder von runter, ein bisschen mit Eltern werden und so, weil das manchmal ein Problem, weil die Distanz auch irgendwie wächst zu dem Thema, aber das ist mir nie so ganz gelungen. Und ich habe aber dann einen neuen Schub bekommen, als ich aus Gründen, die ich jetzt nicht darlegen will, für 8 Jahre nach Lateinamerika gegangen bin und dort direkt, also jetzt nicht im akademischen Bereich, sondern direkt mit Kindern und Jugendlichen, die in großen Schwierigkeiten leben, die arbeiten, die oft auf der Straße leben, gearbeitet habe. Und das hat bei mir also nochmal sozusagen zusätzliche Impulse ausgelöst und auch mein Nachdenken über Kinderrechte, was schon etwas älteren Datums ist, auch noch vor die Kinderrechtskonvention zurückgeht, auch nochmal in einer ganz spezifischen Weise belebt. Und wir haben vor nunmehr 8, 9 Jahren eine Initiative gestartet, also als ich aus Lateinamerika zurückkam, auch ein bisschen beeinflusst von den Erfahrungen dort, einen weiterbildenden Masterstudiengang zu Kindheitsstudien und Kinderrechten an der FU in Berlin zu installieren, der leider im Moment gefährdet ist. Also wir haben jetzt eine neue Gruppe, die fängt jetzt an zu studieren, das geht 3 Semester lang, aber danach sind wir an der FU nicht mehr präsent, weil dort inzwischen eine jüngere Professorengeneration in unserem Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie sozusagen die Macht übernommen hat, die ein ganz anderes Verständnis von Wissenschaft und von Politik und so hat als wir, und die machen so empirische Bildungsforschung im Sinne von Fliegenbeinzählen oder PISA-Studien sind da sehr strikt, da gibt es ja auch viel Geld in diesem Gebiet, und für die sind wir inzwischen ein Fremdkörper, sozusagen etwas, was irgendwie aus einer vergangenen Welt irgendwie stammt. Und deswegen versuchen wir jetzt gerade Zuflucht zu finden an einer anderen Hochschule, das wird vermutlich die Fachhochschule Potsdam sein, die da uns wahrscheinlich willkommen heißen wird. Also ich hoffe, dass der Studiengang dann auch genug Resonanz findet. Bisher haben wir da sehr viel Nachfrage, also der ist auf Englisch, und wir haben also Studierende sozusagen aus allen Teilen der Welt, und das läuft bisher sehr gut, also, und ich hoffe sehr, dass wir den dann weiterführen können. Also das ist auch nochmal jetzt sozusagen ein aktueller Zusammenhang, ja, in dem ich mich mit dem Thema Kinder und Kinderrechte so befasse. Also so nur erstmal jetzt ein bisschen, weil da steht nur internationale Akademie, und das ist sozusagen meine institutionelle Basis, da ich nicht mehr formell an der Hochschule als Professor tätig bin, weil ich inzwischen pensioniert bin, aber ich habe mir da sozusagen eine institutionelle Basis geschaffen, und wir haben eben für zumindest diese 8 Jahre an der FU in Berlin die Gelegenheit gefunden, dort wenigstens diesen Studiengang erstmal zu etablieren und hoffen, wie gesagt, den weiterführen zu können. Okay, soweit erstmal. Also ich wollte noch mal ein bisschen mehr ausholen, obwohl vieles von dem, was ich eigentlich sagen wollte, auch schon gesagt worden ist. Und ich werde es dann einfach versuchen, an den Stellen kürzer zu machen oder Aspekte damit einzubringen, die vielleicht noch nicht so sehr zur Sprache kamen. Also wenn Sie mich unterbrechen, Fragen stellen zwischendurch, ist kein Problem. Ja, solange ich wirklich dazu komme, dann auch alles zu sagen, was ich sagen wollte. Also ein bisschen ausgeholt, denke ich mir, macht es Sinn, sich Gedanken über die Frage zu machen, was wir denn unter Kinderrechten überhaupt verstehen wollen und was da für Knackpunkte sind. Also manche Knackpunkte sind auch hier schon mal angesprochen worden. Also für mich ist wichtig, denke ich mir, dass wir uns bewusst sind, dass es diese UN-Kinderrechtskonvention gibt. Da hatten zwar Kinder, weil es damals noch nicht so in war, nicht die Möglichkeit, daran mitzuwirken. Aber gleichwohl ist mit dieser Kinderrechtskonvention etwas entstanden, das wirklich, ja, ich will jetzt nicht, wie UNICEF das sagt, so pathetisch werden, sagen, das ist ein Meilenstein, aber das hat, glaube ich, eine ganz wichtige Zäsur. Auch wenn es vorher schon Kinderrechtserklärungen gibt und die Kinderrechte ja eine fast 100-jährige Vorgeschichte irgendwie haben, also Debatte um Kinderrechte, so ist doch, glaube ich, eine Zäsur, dass Kinderrechte nur in einem völkerrechtlichen Sinne, in einem für Staaten zumindest rechtlich verbindlichen Sinne als Rechtssubjekte anerkannt sind. Das waren sie bisher nicht.
Und das ist ein wichtiger Schritt, der vielleicht für Juristen eher irgendwie nachvollziehbar ist als für andere Menschen, die nicht juristisch irgendwie so bewandert sind. Aber es bedeutet im Grunde genommen in einfachen Worten, dass man einfach das sozusagen rechtlich Festgeschriebenes international, dass man mit Kindern einfach nicht mehr machen kann, was man will. Oder sie einfach besitzen kann, so wie man will. Sondern dass Kinder wirklich eine eigene Persönlichkeit sind mit Ansprüchen, ja, die wir gewohnt sind inzwischen in Rechten zu formulieren. Also dass man eigene Rechtsansprüche stellt. Aber auch da stellt sich die Frage, also wie weit reichen die eigentlich, ja, diese Rechte? Und welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, diese Rechte in Anspruch zu nehmen? Weil die Tatsache, dass die in einer solchen Konvention verankert sind und möglicherweise sich in einigen Gesetzen niedergeschlagen haben, ja, wie das inzwischen in nationalen Gesetzen niedergeschlagen haben, wie das ja inzwischen der Fall ist, heißt noch nicht, dass wirklich die auch den Kindern zugutekommen. Ja, und ich denke, in diesem Sinne ist es wichtig, also ich habe ja hier eine PowerPoint, habe ich ganz vergessen. Warte mal, wie geht das jetzt? Muss ich hier rüber dann? Ja. Also erwarten Sie jetzt nicht so viel von der PowerPoint-Präsentation. Hier immer auf einmal weiter, genau. Ja. Also, das habe ich jetzt schon gesagt, wobei eigener Staat, ja? Konvention, inwiefern verpflichten sich die Staaten mit einer Konvention, das auch dann durchzusetzen? So? Also, ja, ich wollte darauf gleich nochmal kommen. Ich komme da gleich nochmal drauf. Also inwiefern sich die Staaten dazu verpflichten, das auch dann durchzusetzen? Also was eine Konvention für die Staaten bedeutet, was eine Konvention denn überhaupt ist aus juristischer Sicht? Weil da habe ich als juristischer Laie nicht so wirklich die Ahnung von. Das ja, Sie bringen jetzt meine PowerPoint durcheinander. der Frage. Also die UN-Kinderrechtskonvention, um da kurz darauf zu antworten, ist der einzige völkerrechtliche Menschenrechtsvertrag, in dem nicht vorgesehen ist, dass man auch diese Rechte einklagen kann. Ja, zum Beispiel vor internationalen Gerichtshöfen. Ja, das ist bisher nicht. Es gibt inzwischen, das kommt ein bisschen später, aber ich kann es dann weglassen, es gibt inzwischen ein Zusatzprotokoll, das ist Teil dieses Mechanismus der Konvention, wie in anderen Menschenrechtsverträgen auch, dass es dort sogenannte Zusatzprotokolle gibt, die sozusagen Fragen, die nur ganz allgemein oder unzulänglich in der Konvention selber geregelt sind, nochmal genauer geregelt werden, aber auch mit Rechtsansprüchen verbunden. Das ist wie so eine Art Ergänzung oder Weiterentwicklung der Konvention. Und es gibt inzwischen, das ist jetzt seit April 2014 in Kraft, ein sogenanntes drittes Zusatzprotokoll über die sogenannte Individualbeschwerde. Ja, also das heißt, dass das mit diesem Zusatzprotokoll, um das lange gekämpft worden ist, Kinder die Möglichkeit haben, egal wie alt sie sind, die sozusagen gegen Verletzung ihrer Rechte zu klagen. Aber, und das ist jetzt ein Teil der Knackpunkte, ich glaube, ich mache das dann gleich mal weiter, also ein Teil der Knackpunkte ist, dass dieses Verfahren total kompliziert ist. Also es ist einmal darauf beschränkt, weil das ein politischer Kompromiss ist, wie alles, was in solchen Verträgen festgeschrieben ist, dass das nur individuell wahrgenommen werden kann, Individualbeschwerde. Also es war angestrebt, auch sogenannte Kollektivbeschwerden anzustreben, das ist nicht erreicht worden. Und das Problem oder der Knackpunkt also dieses Zusatzprotokolls ist, dass sozusagen der Adressat oder dass man sozusagen international dieses Recht, sich zu beschweren, nur wahrnehmen kann, wenn der nationale Rechtsweg erschöpft ist. Ja, das heißt, es muss erst sozusagen bis zur letzten Instanz in Deutschland, man muss praktisch bis zum Bundesverfassungsgericht gekommen sein, ja, wie die Wahlbeschwerde. Ja, und wenn das dort abgelehnt worden ist, wenn diese Klage dort abgelehnt worden ist, erst dann hat man die Möglichkeit, sich an internationale Gremien zu wenden. Und das ist jetzt auch nochmal ein Problem, weil im Grunde genommen das einzige oder das wichtigste internationale Gremium, das es hier gibt, an dem man sich wenden kann als Klagender,
Also ist beschwerender ist der UN-Kinderrechtsausschuss, der in Genf seinen Sitz hat und der, das wird aber den meisten von Ihnen bekannt sein, der die Staatenberichte, die die Staaten alle 4 Jahre abgeben müssen, die müssen da berichten über den Fortschritt sozusagen der Umsetzung der Kinderrechtskonvention, da überprüft, ja, und kommentiert. Und das ist auch der Adressat, der prinzipielle Adressat dann dieser internationalen Beschwerde nach dem Zusatzprotokoll. Aber dieser Kinderrechtsausschuss selber ist nicht in dem Sinne ein juristisches Gremium, dass er Urteile fällen kann, die die Staaten dann erfüllen müssen, sondern er kann nur Empfehlungen aussprechen. Die wären im Fall einer solchen Beschwerde schon, hätte mehr Gewicht, und der Ausschuss hat auch ein gewisses Ansehen, ja, inzwischen sich erworben, aber nicht in einem rechtsverbindlichen Sinne kann er keine Urteile sprechen. Und ein anderer Adressat für Kinder, die in einem europäischen Land aufwachsen, wäre zum Beispiel der Europäische Gerichtshof der Menschenrechte. Aber dass die Chancen, dass man dort durchkäme, sind sehr, sehr gering, weil bisher also alle Klagen, die da eingereicht worden sind, nur zu 5% überhaupt beschieden worden sind. Und wenn das jetzt sich um Kinder handelt, da ist der Europäische Menschenrechtsgerichtshof noch viel, ich will nicht sagen inkompetenter, aber das ist ungewohnt, dass da Kinder plötzlich zu so einem Gerichtshof gehen, und das ist die Chance sehr gering, dass man da irgendwie zu einem sozusagen positiven Urteil kommt. Ich will nur mal sagen, da gibt es also da sehr viele Hürden in diesem ganzen Prozess. Ganz abgesehen davon, dass es auch bei dieser Individualbeschwerde sozusagen ein implizites Problem ist, was selten angesprochen wird und was auch praktisch nur Juristen irgendwie so richtig, glaube ich, verstehen, dass es für Kinder gar nicht so einfach ist, überhaupt Klage zu erheben. Also prozessrechtlich, ich habe das bis heute nicht ganz verstanden, vielleicht kann Reinhard Eichholz da behilflich sein, also ist das in der Tat in Deutschland auch sehr kompliziert. Also bei welchen Gerichten, ja, überhaupt Kinder, ohne dass sie auf Erwachsene angewiesen sind, deren Zustimmung oder deren Vertretung, überhaupt Klage erheben können, überhaupt Zugang zu Gerichten finden. Ja, das ist gar nicht so einfach, wenn man minderjährig ist, ja, in dem Sinne. Ja, und das ist auch nochmal sozusagen eine Voraussetzung, dass man überhaupt Zugang zu Gerichten findet. Ja, was in jedem Fall deutlich ist, dass Kinder das nicht ohne erwachsene Unterstützung leisten können. Und die Frage ist, wie diese Erwachsenenunterstützer ticken, ja, wie die sich verhalten und natürlich auch, welche Kompetenzen sie haben, Kinder zu unterstützen. Zum Beispiel eine Klage mitzuvertreten. Das ist nicht eigentlich, jeder Erwachsene kann sagen, ich vertrete jetzt eine Klage mit. Ich weiß nicht, wie das in dem Fall eurer Klage ist, also wo sozusagen eure rechtliche Legitimation ist, Kinder zu vertreten. Ja? Ja, also das ist nicht immer so selbstverständlich. Es ist oft ein formaler Grund, um Klagen abzuwehren. Aber sagen, beschweren sich irgendwelche Leute über irgendwas, das sie gar nicht betrifft. Also da gibt es auch noch, das ist ein, ja, ich will nicht sagen Minenfeld, aber es ist ein kompliziertes Feld. Gut, also hier jedenfalls, ich denke, dass man um das jetzt kürzer zu machen, dass es sehr, sehr wichtig ist, die Frage, wie Kinderrechte verstehen, dass man Kinderrechte, wie die Juristen sagen, nicht nur als objektive, sondern auch als subjektive Rechte versteht. Also oft werden Kinderrechte, auch, oder zumal es gibt inzwischen, das ist gewisserweise modisch heute, dass man sagt, natürlich, keiner ist gegen Kinderrechte. Aber diese Kinderrechte werden oft nur verstanden in dem Sinne, dass man etwas für Kinder tut. Ja, ist natürlich wichtig, auch objektive Rechtsansprüche zu haben, die andere erfüllen müssen, insbesondere der Staat, zum Beispiel in der Frage der Bildung. Ja, keine Frage, das ist das objektive Recht, dass das Kind einen Anspruch hat, dass andere Instanzen ja entsprechend diesem Recht handeln, zum Beispiel das Schulsystem umstrukturieren. Ja, aber Rechte haben auch immer eine subjektive Seite, also das gilt namentlich für Menschenrechte. Menschenrechte sind auch immer subjektive Rechte. Und bei den Kinderrechten wird das nicht immer so gesehen. Also, dass die auch wirklich Rechte der Kinder sind, die Kinder selber in Anspruch nehmen müssen. Weil das auch die Frage sofort aufwirft, sind die Kinder überhaupt im wirklichen Sinne Rechtssubjekte? Werden sie überhaupt als solche anerkannt? Also das Wahlrecht ist ein ganz schönes Beispiel dafür, weil sie das im Grunde genommen nicht als solche anerkannt sind. Ja, das heißt, als Rechtssubjekte sind Kinder nur in sehr limitierter Weise, in sehr begrenzter Weise bisher anerkannt, weil wir nach wie vor, sagen wir mal, in einer Gesellschaft leben, das gilt fast in der ganzen Welt so, die paternalistisch strukturiert ist. Und wo die meisten Menschen auch paternalistisch ticken. Ja, das macht auch vor Kindern nicht halt, oder jungen Menschen nicht halt. Wie? Paternalistisch ist das sozusagen von oben runter, von oben nach unten. Diejenigen, die mehr Macht haben oder angeblich mehr Erfahrung haben oder mehr Wissen haben oder mehr, mehr, mehr,
mehr Fähigkeiten haben, ja, dass die letztlich im Vorteil sind und tendenziell eher eine Entscheidung treffen als die anderen, denen man das nicht zugesteht. Ja, wir haben das vorhin ja in der Diskussion um Wahlrecht, ob man da irgendwie kompetent für ist und so weiter. Und da ist es wichtig, dass man nicht, denke ich mir, sehr wichtig, wenn man Kinderrechte als subjektive Rechte auch versteht, dass man nicht einfach nur sagt, es geht jetzt um die subjektive Kompetenz einer Person, ob sie überhaupt mit diesem Recht was anfangen kann, sondern es geht auch um die Rahmenbedingungen, ja, die gegeben sein müssen, dass dieses Recht auch subjektiv in Anspruch genommen werden kann. Ja, und das ist oft nicht gegeben. Ja, und deswegen ist es einfach notwendig, dass man also Rechte nicht einfach nur in dem Sinne versteht, man sagt, na, jetzt hat einer ein Recht und wenn er das nicht in Anspruch nimmt, dann ist er selber blöd genug. Ja, das ist sogar gefährlich, wenn man Rechte nur so versteht, weil man dann leicht in so eine Argumentation kommen kann, sagen, na ja, wenn Kinder oder auch Erwachsene ihre Rechte nicht in Anspruch nehmen, sind sie selber schuld, zum Beispiel, wenn sie arm werden. Ja, oder wenn sie irgendwie in Schwierigkeiten kommen, sie hätten ja ihre Rechte in Anspruch nehmen können. Ja, also man kann diese rechtliche Argumentation oder menschenrechtliche oder kinderrechtliche Argumentation auch umkehren, ja, in sowas wie individuelle Beliebigkeit, die aber nicht existiert aufgrund der Strukturen, in denen wir alle leben. Ja, und die sind paternalistisch, was jetzt Kinder betrifft. Das heißt, man muss auch die Strukturen verändern. Ja, also das ist zum Beispiel in der Schule, um mal so ein Beispiel, was so jüngere Menschen betrifft, ein unheimlich zentraler Punkt. Ja, wo man sagt, inzwischen haben Kinder auch in der Schule das Recht, ja, irgendwie mitzubestimmen. Ja. Klar, da kann man genauer angucken, wie sieht also sozusagen die Schulverfassung aus in dem entsprechenden Land. Und inzwischen gibt es ja so, dass natürlich Schülervertretungen in allen Ländern, allen Schulen gesetzlich vorgeschrieben sind. Die muss es geben. Ja, und wenn Schülervertreter gewählt sind, müssen sie sogar vom Unterricht befreit werden. Das ist nicht allen Bundesländern gleich, aber oft so. Die müssen sozusagen unterstützt werden und so weiter. Trotzdem haben diese Schülervertretungen oft einen Alibi-Charakter und werden auch entsprechend gering geschätzt oder wenig in Anspruch genommen von Schülern, ja, die nicht selber halt jetzt absolut sagen, na, no, Schülervertreter, das ist geil, das muss ich machen. Weil in dem Rahmen, ja, in dem diese Schülervertretungen existieren, im Grunde genommen die Schülervertretungen kaum Möglichkeiten haben, irgendwas zu verändern, was Kindern oder was den Schülern selber auf den Nägeln brennt oder wichtig ist. Wir haben vorhin mal das Beispiel Unterrichtsinhalte gehabt, zum Beispiel in den ganzen Fragen so sozialen Medien und Kompetenzen, ja, was Internet betrifft. Da kann jederzeit ein Schuldirektor oder die entsprechende vorgesetzte Schulbehörde, das Schulamt, bestimmen, was wesentlich ist, ist von der Mitbestimmung der Schüler ausgeschlossen. Das steht in allen Schulgesetzen so drin. Ich kenne jetzt nicht die Nordrhein-Westfalen so genau, aber es ist jedenfalls in denen, die ich kenne, ist es so formuliert, dass da sagt, wesentliche Entscheidungen, die können sich immer die vorgesetzten Behörden vorbehalten. Ja? Ja, das heißt, es ist zwar, wenn man sich anguckt, überall installiert, so ein Mitbestimmungsgremium, eine Schülervertretung, aber wie die letztlich funktioniert und auch von den Schülern dann entsprechend gesehen wird, ja, ist sehr stark von den Strukturen mit beeinflusst. Ja, und gegenwärtig ist eben die Mitbestimmung, sagen wir mal, in Schulen in dem Sinne zwar schön institutionalisiert, aber faktisch ja, also noch nicht sehr weit, sagen wir mal, gediehen, ja, und deswegen auch nicht so populär. Ja, also wenn man die Untersuchungen betrachtet über Schülervertretungen, die es gibt, ja, also die allermeisten Schüler sagen, das ist alles nur Geschwafel und nichts oder ein paar Leute, die sich als irgendwie als Frühpolitiker oder Frühfunktionäre da irgendwie verstehen, aber die allermeisten Schüler sind davon eigentlich nicht so richtig, fühlen sich nicht so richtig davon berührt. Ja, und man müsste da irgendwie andere Formen finden, wenn überhaupt. Aber das hängt alles auch mit der Schulstruktur zusammen, ob überhaupt Mitbestimmung Sinn macht. Weil Mitbestimmung, ja, oder Partizipation, wenn man das nennen will, kann auch in einem Instrumentalisieren, ich nenne das mal so, Sinn eingesetzt werden. Auch selbst wenn man formal jemandem das Recht gibt, kann es sein, dass sozusagen Mitbestimmung dann gefördert wird oder so praktiziert wird, dass sie dazu dient, bestimmte Ziele zu erreichen, die irgendwelche Machtträger schon vorher festgelegt haben. Ja, zum Beispiel Mitbestimmung in der Schule ist sehr üblich, dass man sagt, ja, es ist wichtig, dass Kinder in der Schule mitbestimmen, dann sind sie auch eher motiviert zu lernen. Ja, dann fühlen sie sich eher zu Hause. Ja, dann sind sie leistungsbereiter.
und so. Oder dadurch entstehen nicht so viele Konflikte. Da wird nicht so viel, dadurch haben wir mehr Ruhe in der Schule und ja, und verstehen Sie, dass man kann also Mitbestimmung für sich ist zwar wichtig, aber für sich betrachtet noch nicht, sagt noch nicht viel. Ja, man kann Mitbestimmung auch, wie gesagt, an dem Beispiel gezeigt, in instrumenteller Weise verstehen. Und das war ein Verständnis, was nach meinem Verständnis nichts damit zu tun hat, Mitbestimmung oder Partizipation als ein Recht zu verstehen. Wenn ich das als ein Recht verstehe, ist das nicht nur bedingungslos, das heißt, es darf nicht an Bedingungen geknüpft werden, sondern beschränkt sich eigentlich nicht auch darauf, es nur zu bestimmten Zwecken, zur Erfüllung bestimmter Zwecke einzusetzen. Und das Recht existiert, egal für wen das günstig ist oder nicht. Ist das klar? Gut, aber jetzt hier nochmal zu dem Ding zurück. Also ein Punkt, der mir wichtig scheint, am Ende, den ich hier am Ende erwähnt habe, Kinderrechte als Work in Progress zu verstehen. Das heißt also, das ist etwas, was zwar in der Kinderrechtskonvention festgeschrieben ist und was durch Zusatzprotokolle erweitert wird, auch durch sogenannte General Comments dieses Kinderrechtsausschusses sozusagen konkretisiert wird, die auch sehr wichtig sind und auch sehr lesenswert sind. Gibt es inzwischen, glaube ich, 14, stimmt das, Reinhard? 14, ne? 14 General Comments zu verschiedenen Fragen, auch zur Partizipation oder zur Frage des besten Interesses oder Kindeswohls. Gibt es solche Comments. Aber ich denke, es reicht nicht aus, nur den Blick jetzt auf die Kinderrechtskonvention oder auf den Blick auf die sogenannten legalen Rechte oder auf das formale Recht zu werfen, sondern zu sagen, diese Rechte, die auch jetzt sozusagen legal verankert sind, oder das positive Recht, wie die Juristen sagen, ist sozusagen nur, das ist das Ergebnis von Prozessen und kann auch durch Prozesse wieder verändert werden. Und jetzt eine Herausforderung in diesem Zusammenhang ist, was jetzt Kinderrecht betrifft, Kinder selber als Akteure in diesen Prozessen mitzusehen. Also wie gesagt, an der Entstehung der Kinderrechtskonvention waren Kinder nicht beteiligt. Damals hatte man nicht die Idee. Das war kein böser Wille. Ja, das ist erst so im Laufe der Zeit entstanden und da hat die Kinderrechtskonvention auch Einfluss drauf gehabt, dass man inzwischen eher die Partizipation von Kindern in solchen Prozessen mitzieht. Aber inwieweit Kinder jetzt wirklich auch dazu beitragen, ihre Rechte selber weiterzuentwickeln, ja, sie fortzuführen, ja, und dann möglicherweise dann auch positives Recht daraus entstehen zu lassen, das ist noch weitgehend sozusagen, das ist noch eine eher Herausforderung als Wirklichkeit. Also das Wahlrecht ist ein Beispiel, ja. Da sind Fallstricke drin, wie wir gesehen haben, wie überhaupt Kinder selber dazu beitragen können, dass sie das Wahlrecht kriegen. Ja, das ist sehr, sehr beschränkt, oder? Ein Beispiel, das ich aus Lateinamerika mit rübergebracht habe, dort fordern arbeitende Kinder das Recht zu arbeiten. Ich sage mal, um das jetzt nicht gleich in den falschen Hals zu kriegen, das Recht in Würde zu arbeiten. Das heißt nicht das Recht, sich ausbeuten zu lassen oder nicht das Recht auf Kinderarbeit, dass andere sie ausbeuten können. Das ist nicht so, sondern die fordern das Recht, selber zu entscheiden, so ähnlich wie beim Wahlrecht, ob sie nur arbeiten wollen oder nicht. Ja, weil es ja in allen nationalen Gesetzen, bis auf eine Ausnahme inzwischen auf der Welt, ein generelles Verbot der sogenannten Kinderarbeit gibt. Die fordern das Recht zu arbeiten. Aber dieses Recht ist bisher, weil sie auch dadurch ihre Situation entkriminalisieren wollen. Wenn ihre Arbeit verboten wird, sind sie in einem rechtlosen Raum und können keine anderen Rechte in Anspruch nehmen, auch keine Schutzrechte. Ja, und deswegen fordern sie das Recht zu arbeiten. Aber dieses Recht zu arbeiten ist mit einer Ausnahme, nämlich Bolivien, ja bisher in keinem Land der Welt irgendwie anerkannt. Und wenn man das so vorträgt, ich war gerade vorgestern, hatte die Ehre, auf einer Veranstaltung zu sprechen, wo vom Berliner Tagesspiegel unter dem Titel Recht auf Arbeit auch für Kinder? Fragezeichen. Es war eine unheimlich interessante Debatte, wo die Hauptstadt Obama da teilgenommen hat aus Kenia, die da zum Beispiel auch eine ganz dezidierte Position vertritt, dass das natürlich Sinn macht aus ihrer Erfahrung. Ja, mit Kindern in Kenia kam sie auch zu dem Schluss. Aber ich schweife jetzt ein bisschen ab. Aber ich wollte nur damit sagen, dass sozusagen Kinderrechte auch verstanden werden sollen in dem prozesshaften Sinne, auch als subjektive Rechte, die Kinder selber mit beeinflussen können, sollten. Ja, und dass dafür auch Bedingungen geschaffen werden müssen, die das möglich machen. Also jetzt habe ich schon über die Knackpunkte geredet. Oh, ja, gut. Also das mit den Möglichkeiten, das habe ich schon angesprochen. Und jetzt noch mal so ein paar Knack wenigstens erwähnt.
Also ich habe das vorhin schon mal angesprochen, wir haben moralisch geschrieben, Staaten können nur moralisch veranlasst werden. Ich habe gesagt, dass die Kinderrechtskonvention bisher, also mit Ausnahme dieses Zusatzprotokolls über die Individualbeschwerde, nicht vorsieht, dass wirklich Staaten verklagt werden können. Ja? Und dass Kinder gegen die Verletzung ihrer Rechte klagen können. Es gibt diesen Kinderrechtsausschuss, der ganz, ganz wichtig ist, ganz wichtige Kommentare gegeben hat, aber er selber ist auch nur sozusagen darauf angewiesen, dass die Staaten sozusagen ihn als Autorität irgendwie anerkennen und sagen, naja, okay, ja, also sie müssen Berichte erstatten und das hat schon, bringt sie manchmal in Verlegenheit, ja, also da entsprechend. Gut, das andere habe ich jetzt schon gesagt, habe ich erklärt mit dem Zusatzprotokoll. Ja, noch vielleicht den dritten Punkt. Ich weiß nicht, ob Sie den Satz von Hannah Arendt kennen, über das Recht, Rechte zu haben. Das ist ja so eine ziemlich komplexe Sache. Also sie ist darauf gekommen zu sagen, das Recht, Rechte zu haben. Es gibt, sie hat die Sprache von der Paradoxie der Menschenrechte. Und diese Paradoxie der Menschenrechte verstand sie so, nach dem Ersten Weltkrieg, und das gilt ja heute, gerade jetzt wieder, sind viele, viele Millionen von Menschen unterwegs gewesen in der Welt auf der Flucht und kein Staat hat sie als Staatsbürger anerkannt. Sie waren Staatenlose, ja, oder wurden oft sogenannte Staatenlose oder wurden von Staaten ausgebürgert. Die Nazis zum Beispiel haben eine Menge Menschen ausgebürgert. Und andere Staaten haben das auch gemacht. Und dann hat die Anna Arendt eben beobachtet, ja verdammt nochmal, diese Leute, die da eigentlich keine Staatsbürger sind, in dem Sinne, dass sie einen Pass haben, ja, die, für die sind Menschenrechte eigentlich eine reine Chimäre. Die können überhaupt nicht damit anfangen. Ja, nicht nur, weil man einen Unterschied macht, ja schon in der Französischen Revolution noch gemacht hat, zwischen Menschen und Bürgerrechten, also es wird sowohl von Menschen und Bürgerrechten gesprochen, Bürgerrechte gelten sozusagen für die, die in einem Staat anerkannt sind. Die Menschenrechte sollen für alle Menschen gelten, weil sie Menschen sind. Aber ob sie nur wirklich als Menschen, und auch jetzt Kinder sind ja, wie wir gesehen haben, auch Menschen, jetzt die wirklich auch in Anspruch nehmen können, ja, das hängt davon ab, dass sie entsprechende Anerkennung finden, staatliche Anerkennung finden. Und das ist die große Herausforderung zum Beispiel für die Kinder ohne Pass. Jetzt zum Beispiel. Ja, man kann die Kinderrechtskonvention so lesen, ja, dass sie in der Tat für Kinder sowas wie eine universelle oder, wie kann man es nennen, oder kosmopolitische Bürgerschaft anerkennt. Weil sie sagt, Kinder haben das Recht nach der Kinderrechtskonvention, egal wo sie sich aufhalten. Also zum Beispiel, wenn sie auf der Flucht sind, anerkannt zu werden als Menschen, die Rechte haben. Ja, die auch ihre spezifischen Bedürfnisse erfüllt bekommen müssen. Ja, und wie wir wissen, in Deutschland gab es ja bis 2010 also eine Vorbehaltserklärung der damaligen Bundesregierung gegenüber der Kinderrechtskonvention, wovon ein und vielleicht der wichtigste Punkt war, dass es sozusagen die Kinderrechtskonvention nicht über dem Ausländer- und Asylrecht steht. Ja, inzwischen ist diese Vorbehaltserklärung zurückgenommen, aber trotzdem gibt es permanente Konflikte und auch die nationalen Gesetze sind noch nicht so dieser Rücknahme der Vorbehaltserklärung angepasst, dass man davon ausgehen kann, dass wirklich Kinder, die auf der Flucht sind, sozusagen als Bürger, ungeachtet ihres Passes, Anerkennung finden und entsprechend auch respektiert werden. Ja, das ist nach wie vor eine große Herausforderung, aber man kann die Kinderrechtskonvention, wenn man sie genau sieht, so liest, ich weiß nicht, Reinhard, würdest du es auch so sehen, so lesen, dass sie wirklich, das ist eine der wenigen Ausnahmen, wo wirklich Kindern zugestanden wird, ein Recht zu haben, ein Menschenrecht zu haben, egal welche Staatsbürgerschaft sie haben. Ja? Ist das nicht sogar ein eigener Artikel? Es gilt nicht für alle Rechte. Ist das nicht sogar ein eigener Artikel in der Kinderrechtskonvention, der besagt, dass Kinder, ja, egal wo sie, also die Rechte dieser Konvention, unabhängig vom Aufenthaltsort? Ja, genau. Ich glaube, es ist Artikel 22, bin nicht ganz sicher, welcher Artikel das ist, aber das, genau. Und das kann man so lesen, aber es wird nicht immer so gelesen. Nicht immer, also immer so eine Frage der Interpretation, aber zumindest, also könnten sich Kinder oder Leute, die Kinder unterstützen, die auf der Flucht sind, können sich darauf berufen. Jetzt den letzten Punkt, wir hatten das vorhin auch schon mal in der Diskussion, also wir reden immer von Kinderrechten. Und für viele, sagen wir mal so, Kinder, die nach der Kinderrechtskonvention noch als Kinder gelten, die finden das irgendwie diskriminierend. Ja? Also als meine eigene Tochter 13, 14 war, da wollte ich sie irgendwie von Facebook irgendwie ein bisschen wegkriegen, ja? Weil die da ständig irgendwie neue Freunde hatte und manchmal das fand ich irgendwie ein bisschen beängstigend.
ja, wie begeistert sie war von den Freunden, die sie nie irgendwie gesehen hatte und nie persönlich kennengelernt hatte. Und die wollte ich auf eine interaktive Seite von den Falken bringen, die extra so mit Kinderrechten und so an. Da hat nämlich angefahren, sagte, was soll das, diese Scheiße, ich bin doch kein Kind mehr. Ja, war sie 13. Und ich finde, das muss man ernst nehmen. Ja, die Kinder, sozusagen, diese Definition der Kinderrechtskonvention, die ist ja mit bester Absicht formuliert, ja, dass auch Schutzgarantien, ja, also bis zu 18 Jahren gelten. Aber diese Schutzgarantie kann auch sozusagen zumindest aufgenommen werden, dass das als eine Diskriminierung verstanden wird, dass man nur nicht richtig als selbstständiges menschliches Wesen anerkannt wird, sondern nur als Kind. Ja, und deswegen denke ich mir, wäre das eigentlich wichtig, und das ist ja auch hier schon passiert, dass man von Kinder- und Jugendrechten spricht und diese Kinder- und Jugendrechte, ja, nicht begrenzt auf 18. Weil es viele junge Menschen gibt, die älter als 18 sind, die in der Tat ein besonderes Schutzbedürfnis haben. Ja, also wir haben das ganz deutlich also bei den Flüchtlingen. Bei den Kinderflüchtlingen. Es gibt viele, ja, die zum Beispiel als unbegleitete Minderjährige, wie das heißt Flüchtlinge, hierher gekommen sind, die eine panische Angst davor haben, 18 zu werden. Ja, weil mit einem Schlag plötzlich sind sie ausgegrenzt aus diesen Schutzgarantien, die ihnen gegeben sind. Sie müssen plötzlich, sie können sogar ausgewiesen werden, weil sie plötzlich 18 werden. Ja, wenn sie nur eine Duldung haben, ja, und das ist ja auch so, dass noch Kindern entgegen der Rechtsgarantie der Kinderrechtskonvention oft nur eine Duldung gewährt wird, wie wir an dem schönen Beispiel der Frau, die Angela Merkel in Schwierigkeiten, des Mädchens, das die Angela Merkel in Schwierigkeiten gebracht hat, gesehen haben. Die haben panische Angst davor. Das heißt, es müsste irgendwie auch rechtliche Regelungen geben, ja, die gewisse Schutzgarantien vorsehen für junge Menschen, die älter als 18 sind. Das ist immer ein Problem, also natürlich bei solchen Altersdefinitionen. Ja, Juristen kommen nicht drum herum, solche Altersgrenzen, biologische oder chronologische Altersgrenzen zu setzen. Und das wäre in diesem Falle aber irgendwie notwendig, dass man das erweitert. Das heißt, sich nicht nur auf sozusagen als Kinderrechte im Sinne der Kinderrechtskonvention bezieht oder weiter denkt und Rechte auch dann entsprechend weiterentwickelt. Also nur anekdotenhaft, in den USA gibt es immer mal wieder aufflammend ein sogenanntes Youth Rights Movement. Ja, die nennen sich Jugend, also Rechtsbewegung. Und die, das sind durchweg junge Menschen unter 18, weil auch in den USA die Volljährigkeit mit 18 beginnt. Und die verstehen sozusagen ihre Bewegung nicht als Child Rights Movement, weil sie sagen, jetzt mit den Kinderrechten ist was für die Kleinen und da geht es eigentlich nur um den Schutz der Kinder, aber nicht um die Mitwirkung. Ja, und deswegen sind sie als Youth Rights Movement und fordern praktisch die Gleichberechtigung mit den Erwachsenen. Das hat zum Teil auch absurde Konsequenzen, weil die zum Beispiel dieses Youth Rights Movement in den USA auch fordert, dass sie Zugang zu Waffen haben. Weil alle US-Bürger das Recht haben, Waffen zu besitzen, da wollen sie auch Waffen besitzen. Also das ist, hat irgendwie Ambivalenzen. Aber ich will nur damit sagen, da gibt es sozusagen da auch so den Punkt, und das finde ich berechtigt zu sagen, also wir haben auch als Jugendliche sozusagen Rechte und wir haben in bestimmten Bereichen zumindest auch, sollten die Gleichberechtigung mit Erwachsenen haben und wir wollen uns nicht mehr als Kinder verstehen. Aber das ist, finde ich, wäre vielleicht irgendwie, wollte ich anregen, ja, da nochmal drüber nachzudenken, also was es heißen kann, Kinder- und Jugendrechte und dass man nicht nur von Kinderrechten in dem eingeschränkten Sinne reden soll. Jetzt wollte ich zur Frage der Mitbestimmung kommen, aber da die Zeit voranschreitet, mache ich jetzt alles kurz. Ja? Wir wollen ja noch diskutieren. Also welche Mitbestimmungsrechte, vielleicht sollten wir da gar nicht so lange mehr drauf eingehen. Also ich habe schon davon, der dritte Punkt, davon geredet, also wo Probleme und Grenzen der Mitbestimmungsrechte liegen können, zum Beispiel wenn instrumentell verstanden würden. Oder wenn die Rechte existieren, aber nicht die Bedingungen für die Wahrnehmung der Rechte gegeben sind. Das brauche ich nicht weiter zu erläutern. Zur Kinderrechtskonvention, also ich finde das, wie gesagt, ein historisches, ein umwälzendes Dokument, ganz, ganz wichtig, aber ich finde, wir sollten bewusst sein, dass in der Kinderrechtskonvention selber, wenn wir zum Beispiel das Wahlrecht für Kinder fordern, nicht uns darauf berufen können. Ja, also das ist, das steht nicht. Das Wahlrecht ist nicht in der Kinderrechtskonvention vorhanden. Wie das historisch zu erklären ist, also die Kinderrechtskonvention sieht Partizipationsrechte im Grunde genommen vermittelt über die Erwachsenen.
Ja, das heißt also, man hat das, Kinder haben das Recht, das sogenannte Partizipationsrecht der Kinderrechtskonvention, dass Kinder das Recht haben, gehört zu werden und dass bei Entscheidungen jetzt der Erwachsenen ihre Interessen vorrangig, ja, ihr bestes Interesse vorrangig berücksichtigt werden muss. Das ist schon sehr viel, aber es schließt nicht ein, zum Beispiel eigene Entscheidungsrechte, ja, der Kinder. Natürlich kann man viele Paragraphen der Konvention auch so deuten und so, dass Kinder natürlich auch, zum Beispiel wenn sie darüber entscheiden müssen, welche Religion sie angehören oder wie sie sich ihre Meinung äußern wollen, dass sie da natürlich auch eigene sich entscheiden können, was sie sagen. Ja, das auf jeden Fall. Aber sie können nicht Entscheidungen in dem eher politischen Sinne treffen. Und das ist eine Grenze, aber wir arbeiten ja daran und so, dass und gerade die Debatten um das Wahlrecht oder um die Vertiefung, der Erweiterung der Mitwirkungsrechte ist ganz, ganz wichtig, dass sich auch das Verständnis der Kinderrechte erweitert. Ja? Also über das hinaus, was die Konvention zugesteht oder auch in der Weise, wie die Konvention interpretiert wird. Das ist zum Beispiel sehr interessant, dass der General Comment des Kinderrechtsausschusses über den Artikel 12, also wo es darum geht, dass Kinder das Recht haben, angehört zu werden und vorrangig ihre Ansichten berücksichtigt werden sollen, nicht nur Meinungen, sondern Sichtweisen. In der deutschen Übersetzung heißt Meinung, aber das, sozusagen das heißt Views in der englischen Fassung, ihre Sichtweisen wahrgenommen werden können. Ich habe mich jetzt verheddert. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Egal. Also jetzt vielleicht noch ein letzter Punkt. Die Frage, also ob Mitbestimmung auch Selbstbestimmung, Selbstorganisation, ja, oder das, was ich hier Kinder- und Jugendeigene Interessenvertretung nenne, umfasst. Ja, es gibt Leute, die sagen, Mitbestimmung, und das klingt, scheint das Wort auch zu sein, ist eigentlich nur, dass ich mitbestimmen kann in etwas, was eh schon bestimmt wird. Ja, oder dass ich mich in einen Rahmen einfüge, ja, der eh schon gegeben ist. Ja, was auch beim Wahlrecht ja der Fall ist. Ich mir einen Rahmen einfüge, wie Wahlen organisiert sind, welche Bedeutung Wahlen haben. Ja, im Rahmen einer parlamentarischen, repräsentativen parlamentarischen Demokratie. Man kann sich auch andere Formen von Demokratie vorstellen. Da ist der Rahmen schon vorgegeben. Und ich denke, wenn ich Kinderrechte als subjektive Rechte auch verstehe, dann muss ich sie, dann muss ich auch sozusagen in die Vorstellung von Mitwirkung, von Partizipation einbeziehen, dass Kinder sich selbst organisieren können. Und er hat, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte vorhin, der Kinderrechtsausschuss, der hat genau das Partizipationsrecht so gedeutet. Ja, also sozusagen dieser Artikel 12, das Kindesrecht haben angehört zu werden, hat er so weiterentwickelt, zu sagen, Kinder haben das Recht, sich zu organisieren. Und steht in der Kinderrechtskonvention, sie haben das Recht, sich friedlich zu versammeln. Ja, aber sie hat gesagt, die haben sozusagen kollektive Interessen auch und müssen die auch kollektiv wahrnehmen können. Die Frage ist nur, welche Möglichkeiten haben Kinder, sich zu organisieren? Ja, es lohnt sicher einen Blick, auch hier in Deutschland mal zu gucken, auf unsere Landschaft, wie viele Initiativen es gibt von jungen Menschen, ja, die sich für irgendwas engagieren. Und sei es auch manchmal nur für ein paar Wochen und sich dann wieder aufhört. Das sind alles Formen sozusagen einer Interessenvertretung oder auch dann Mitwirkung. Ja, wir wollen ja was beeinflussen. Die auf der Basis einer Selbstorganisationsprozesses vollzieht, der nicht formal jetzt zum Beispiel in dem Rahmen von Kinder- und Jugendparlamenten oder Schülervertretungen und so weiter eingeordnet ist, obwohl es da oft sicher Verbindungen gibt. Ja, und das finde ich ungemein wichtig, weil wenn Kinder sich nicht organisieren, wie auch immer, mehr formal oder mehr informell, dann werden sie weniger Chancen haben, ihre subjektiven Rechte überhaupt zur Geltung zu bringen. Also deswegen ist das unabdingbar und es ist, da das oft schwierig ist, für Kinder durchzuhalten. Zum Beispiel Kinder, ich habe ja so Beispiele vor Augen, die ich jetzt ein bisschen genauer kenne, aus eigener Erfahrung in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Land. Da gibt es mehrere solche Initiativen, die nennen sich Kinder- und Jugendbeiräte. Kinder- und Jugendbeiräte, die existieren in verschiedenen Dörfern, ja, oft in Dörfern, wo nicht mehr als 300 Leute wohnen, und wollen da was verändern. Die haben aber nur die Chance, sozusagen was zu erreichen, wenn sie sich mit Kindern aus anderen Dörfern treffen. Aber die einzige Chance, sich zu sehen, auch angesichts der schlechten Busverbindungen, ist, wenn sie in der Schule sind. Und dann brauchen sie einen Raum in der Schule, Zeit in der Schule und so weiter, um dann wirklich auch zusammenkommen zu können und aber ihre eigenen Sachen zu machen, nicht nur das, was im Politikunterricht sozusagen von ihnen erwartet wird.
Und das ist eine große Herausforderung, aber solche Art von Initiativen wie dieser Kinder- und Jugendbeirat oder diese Kinder- und Jugendbeiräte, die sind unabdingbar, denke ich mir, und unbedingt förderungswert, aber auch als auf Unterstützung angewiesen. Es wäre jetzt interessant, wir haben ja hier in Nordrhein-Westfalen gibt es ja einen Kinder- und Jugendbeirat auf Landesebene, ja, wie der funktioniert. Also wie das, ob der zum Beispiel solche Initiativen umfasst, ob der mehr auf Kinder- und Jugendparlamente bezogen ist. Es ist ja eine kompetente Kollegin hier, wo ist sie? Die ja eigentlich, ist sie nicht da? Ja? Ist wieder rausgegangen? Ah ja, leider. Also ich habe mich versucht, zum Beispiel mal sachkundig zu machen, was der aktuell macht, der Kinder- und Jugendbeirat in Nordrhein-Westfalen, weil ich fuhr ja in Nordrhein-Westfalen und habe da die Website angeklickt, ja. Aber die letzte Information, die ist schon anderthalb Jahre alt. Das sind zwei Jugendliche da. Also unter Aktuelles steht da. Ist da ein Mitglied des Kinder- und Jugend... Zwei. Ja, super. Ah, ihr seid. Ja, warum ist der nicht aktualisiert? Nein, was macht ihr nichts? Sind bei mir in den Workshops. Ach so. Ach, sind drüben. Ja, gut, jetzt sind wir getrennt wieder. Das ist natürlich manchmal ein Nachteil. Nachteil. Ja. Ja gut, aber da werden sich vielleicht mit befassen. Aber das wäre jedenfalls ungemein wichtig, ja, dass man da irgendwie... sich mal überlegt, also wie zum Beispiel der Kinder-Jugendbeirat sich versteht und ob der sich also jetzt nur so aus Vertretern von Kinder-Jugendparlamenten und so weiter, also aus mehr parlamentarischen, formellen Gremien so jetzt oder auch aus solchen Initiativen, ob da Initiativen auch eine Rolle spielen. Jedenfalls scheint mir das wichtig zu sein. Gut, aber jetzt glaube ich, mache ich auch bald Schluss, obwohl ich hier immer noch ein bisschen, steht es im Nickel? Das haben wir ja alles schon mal diskutiert. Da vielleicht noch ein Satz ganz unten zu den U18-Wahlen, die hatten wir ja vorhin als Beispiel. Ja, wir haben sie gehabt, also du hast sie als Beispiel angeführt, um mal rauszukriegen, ob die ähnlich ticken, ähnliche politische Vorlieben haben wie die Erwachsenen. Aber man kann sich natürlich auch befragen, welche Bedeutung haben sie als für die Umsetzung von Kinderrechten, zum Beispiel für politische Rechte. Ja, und das ist ambivalent. Ich sehe das ambivalent. Sie werden ja offiziell definiert als eine Maßnahme politischer Bildung und nicht als Bürgerschaft in dem Sinne, dass über die U18-Wahlen jetzt Politik beeinflusst wird. Also das muss man wirklich sehen. Das ist politische Bildung und da ist auch eine Begrenzung da. Und ich finde, es kann dazu führen, ja, dass wenn man sagt, U18-Wahlen zu sagen, naja, wenn die also die Möglichkeit haben, da engagieren sich viele Leute, finde ich voll bewusst, da jetzt irgendwie ihre Stimme abzugeben für die Parteien, die da existieren, dann brauchen wir ja kein Wahlrecht mehr. Ja, also das ist, und das ist auch eine komplizierte Angelegenheit, wie man da eine Lösung finden kann. Vielleicht werden die Jugendlichen nachher uns da auch noch Hinweise geben, weil wir haben ja hier das interessante Modell und das finde ich toll, dass man sagt, dass die Jugendlichen haben ihren eigenen Raum, wo sie miteinander diskutieren können und wir als Erwachsene machen das. Ich kenne das aus Lateinamerika, da haben wir das auch so praktiziert. Aber ein zentraler Punkt ist, dass diese Sphären nicht als getrennte wahrgenommen werden, so wie man Kinderrechte nicht von erwachsenen Menschenrechten unterscheiden soll, sondern dass man Wege findet, wie das miteinander verbunden werden kann und auch in der Politik. Also Kinder- und Jugendparlamente sind wichtig, aber wenn sie sozusagen nur in einer abgeschotteten Kindheitssphäre existieren, wenn sie sagen, wir sind mit Kinderangelegenheiten beschäftigt, dann sollen sie machen, ab und zu hören wir eben mal zu, aber ansonsten hat das nicht große Bedeutung, dann sind sie im Grunde genommen Alibi-Institutionen, die nichts bringen, ja, also sagen wir mal so, die zumindest nicht die Umsetzung politischer Rechte fördern. Aber wenn man das zusammenbringt, und das ließ sich auch durchaus vorstellen, so Parallelinstitutionen, ich spinne nur vor mich hin, wo man sagt, es gibt solche, sozusagen neben der Frage des Wahlrechts, des allgemeinen Wahlrechts, gibt es spezifische Kinder- und Jugendeinrichtungen, wie Parlamente oder Foren oder wie immer das nennen will, und die haben zum Beispiel in bestimmten Fragen Vetorecht. Ich sage jetzt nur einfach mal. Wenn sie berührt sind, müssen Entscheidungen der Erwachsenenparlamente müssen da durch und wenn die nicht zustimmen, treten die nicht in Kraft. Also das kann man sich auch vorstellen. Das wirft wahrscheinlich erhebliche verfassungsrechtliche Probleme auf. Aber ich finde nur, es gibt, also der Fantasie ist, glaube ich, sind da, glaube ich, keine Grenzen gesetzt. Okay, aber ich wollte zwar noch irgendwie mehr und so, aber jetzt, vielleicht lassen wir soweit mal und Sie wollen ja auch wahrscheinlich was sagen. Ja, ich habe hier zufällig das Mikro gerade. Ja, zufällig. Ich wollte mal fragen, es gibt ja eine ganze Reihe von Kinderrechten, die als Schutzrechte entfaltet sind, wie zum Beispiel auch Schulpflicht oder das Jugendschutzgesetz und so weiter, die ja doch, wo doch die Jugendlichen auch eine andere Auffassung vertreten könnten, zu sagen, also zum Beispiel Schulverweigerer, die das Recht auf Schule nicht in Anspruch nehmen wollen,
die haben ja eine andere Perspektive und die haben auch keine Möglichkeit mehr, sich zu organisieren oder ihre Rechte irgendwie von sich aus zu definieren. Also hier zum Beispiel die Schulverweigerer. Ja, also man kann sich engagieren im Schülerparlament, aber wenn man nicht mehr zur Schule geht, kann man sich auch nicht mehr engagieren. Und die Frage ist ja überhaupt, es gibt ja eine ganze, also ich sag mal, im Zweifelsfall, glaube ich, ist unsere Gesellschaft noch so strukturiert, dass wir als Erwachsene doch sozusagen entscheiden, welche Rechte den Kindern zugestehen. Und das wird auch eine ganze Reihe eben auch noch, ich sag mal zum Beispiel auch ökonomisch, sind ja Kinder extrem abhängig. Solange es keine Kindergrundsicherung gibt im erheblichen Bereich, ist die Abhängigkeit extrem. Und ja, wie würden Sie denn dieses Verhältnis von Schutzrechten zu Freiheitsrechten oder Partizipationsrechten sehen? Und gibt es da auch Möglichkeiten, mit Kindern und Jugendlichen darüber ins Gespräch zu kommen, also die da bestimmte Dinge abweichend auch sehen? Naja, also ich sehe, sag mal, ich finde ein Problem, wenn man Schutzrechte und Mitwirkungsrechte, Partizipationsrechte sozusagen gegeneinander ausspielt. Aber es gibt ja Konflikte. Aber es gibt einen Konflikt. Das ist ein Spannungsverhältnis und oft dienen Schutzrechte dazu, im Grunde genommen die Selbstständigkeit zu behindern und auch den Erwerb von Kompetenzen, von Erfahrungen zu behindern. Wenn man das im Sinne einer Käseglocke versteht. Und das ist noch immer das Übliche. Aber es gibt auch durchaus andere Stimmen und auch andere Ansätze inzwischen, auch wenn man zum Beispiel das Kinder-Jugendhilfegesetz anguckt, da ist sogenannter erzieherischer Jugendschutz vorgesehen, wo es darum geht, Kinder und Jugendliche zu stärken, damit sie auch sich selber schützen können. Das ist ein bisschen ambivalent auch noch formuliert, als erzieherischer Jugendschutz. Aber ich finde, dass man den Schutz auch so konzipieren kann, dass Kinder selber dort eigentlich selber eine aktivere Rolle spielen, auch bis hin eigentlich zur Definition der Gegenstände, um die es die überhaupt schützenswert sind oder der Erfahrungen, die man selber macht, schützenswert sind. Also ich finde, also die Partizipation ist eigentlich in auch der Frage des Schutzes ein ganz primärer Bestandteil auch der Entwicklung von Schutzkonzepten und auch der entsprechenden Praxis sein. Aber das ist eine Herausforderung. Und bezogen auf die Schulpflicht, ich finde es pervers, sage ich jetzt mal so, auch wenn das sicher historisch sehr komplex irgendwie zu erklären ist, dass man das Recht auf Bildung, was die Kinder ja nach der Kinderrechtskonvention haben, als Schulpflicht umsetzt. Und das heißt auch, in allen internationalen Rechtsdokumenten steht immer von Compulsory Education die Rede, also praktisch von Erziehungspflicht, und die dann oft auf Schule eingeengt gesehen wird. Man bildet sich ja auch in verschiedenen Bereichen und nicht nur in der Schule. Also das ist, finde ich, ein Widerspruch, der meines Erachtens zusammenhängt mit einer gewissen, sagen wir erneut, paternalistischen oder obrigkeitsstaatlichen Entstehung dieses Rechts. Auch wenn ich weiß, dass die Arbeiterbewegung sich dafür eingesetzt hat, es sagt also, die Kinder von Arbeitern haben nur dann eine Chance, zur Schule zu gehen, wenn es eine Schulpflicht gibt und alle irgendwie müssen das. Und nicht nur die, die das Geld haben, um eine Schule zu bezahlen. Das ist auch der Hintergrund. Aber das als Pflicht zu organisieren und nicht als Recht, nicht davon auszugehen, dass Kinder das Interesse haben, wirklich sich zu bilden, ja, und entsprechend sich auch zu bemühen, die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen, dass sie dieses Interesse umsetzen können, ja, dass das dann wieder in eine Pflicht umgebogen wird. Also das finde ich in der Tat unglücklich und auch aus pädagogischen Gründen unglücklich, weil viele, viele Kinder einfach die Schule hassen, nur weil sie verpflichtet sind, dahin zu gehen. Und das setzt auch, ich kann es an meinen eigenen Kindern, habe ich das beobachtet, wie schwierig man immer mit welchem Drahtseilakt muss ich vergehen, die zu motivieren, da wieder hinzugehen. Ja, obwohl ich davon überzeugt war, dass das eigentlich Quatsch ist, was sie da lernen. Kommt da auf den Konflikt. Aber mit der Schulpflicht, das finde ich wirklich ein großes, großes Problem. Und ich finde, das wäre wirklich auch wichtig, da mal ranzugehen. Ja. Herr Liebel, Sie haben ja eben sehr deutlich beschrieben, dass die sogenannten Partizipations- und Schutzrechte im Wesentlichen Bringschulden der Erwachsenen und der Institutionen sind und die Kinder aus sich selbst heraus darauf eigentlich keine Rechte haben, die sie einklagen können, derzeit. Welche Rechte der Kinder, die bisher als Bringschuld beschrieben werden, haben denn aus Ihrer Sicht eine Chance, dass Kinder darauf einen Rechtsanspruch erhalten könnten? Denn das, Sie haben es beschrieben, es sind politische Prozesse in der Weiterentwicklung der Kinderrechte. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Kinder und Jugendliche subjektive Rechte erhalten, um sich auch gegen Obrigkeit auch juristisch wehren zu können. Also sagen wir mal so, Kinder haben die Rechte. Ja? Also zumindest, also wenn man Rechte als positive Rechte, also legale Rechte versteht und die Kinderrechtskonvention im Auge haben sie ganz, ganz viel mehr Rechte, als sie wirklich in Wirklichkeit
in Anspruch nehmen können. Also sie haben die Rechte. Aber es ist notwendig nicht aufgrund sozusagen mangelnder Rechte, sondern aufgrund des überkommenen, ja über Jahrhunderte sozusagen, überkommenen Kindheitsstatus als eines untergeordneten Status oder Abhängigkeitsverhältnisses, das nicht einfach biologisch erklärbar ist. Ja, ein kleiner Säugling braucht natürlich seine Mama. Ja, gar keine Frage. Es gibt, aber das Ganze als in Form nicht von sozusagen als einen biologischen Zwang zu einer einseitigen Abhängigkeit zu sehen. Das ist eine Interdependenz, die existiert zwischen jungen und alten Menschen. Eine wechselseitige, aber auch eine wechselseitige Selbstständigkeit. Und ich finde es aber wichtig, dass Kinder, gerade weil sie sozusagen diesen untergeordneten Status haben, der bei kleineren Kindern oder bei Kindern, die in Armut leben, noch größer ist und bei Mädchen noch größer als bei Jungen. Also es gibt da nochmal Unterschiede bei den Kindern. Aber alle sind untergeordnet, ja, in unserer, sage ich mal so, paternalistisch strukturierten Gesellschaft. Und die brauchen Unterstützung. Und die brauchen eine spezifische Art von Unterstützung. Also ich finde, das wäre ungemein wichtig, also um wirklich also ihre Rechte als subjektive Rechte in Anspruch nehmen zu können. Man kann nicht einfach sagen, naja, ihr habt ja subjektive Rechte, seht mal zu, wie ihr damit klarkommt. Nee, die brauchen Unterstützung und das ist unsere Verantwortung als Erwachsene, auch als Professionelle, wenn wir in solchen Bereichen arbeiten oder als Politiker, ja, oder Politikerinnen, da Kinder zu unterstützen. Und da gibt es ja auch eine ganze Reihe von Ansätzen. Es gibt ja unzählige Kinderbüros inzwischen, ja, in vielen Kommunen, nicht unzählige, es gibt immer noch zu wenige. Ja, und es gibt lokale Kinderbeauftragte oder Kinderinteressenvertretung oder verschiedene Formen Kinderanwälte oder hier in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, so eine Organisation, die heißt die Eulenspiegel, in Herne, glaube ich. Ja? Das sind alles ganz wichtige Einrichtungen, ja, wo Erwachsene wichtig sind, also für Kinder. Nur, auch da stellt sich die Frage, wie verstehen Sie die Unterstützung? Oder wie sollten Sie die Unterstützung verstehen, dass Kinder in den Genuss ihrer subjektiven Rechte kommen? Und ich denke, es ist wichtig, dass man diese Unterstützung nicht einfach nur im Sinne von Stellvertretung versteht. Das heißt, ich vertrete jetzt, wir wissen in dem Wort Kinderinteressenvertretung, ja, nahegelegt wird. Ich vertrete eben jetzt die Interessen und kümmere mich um die Kinder und dann können sie beruhigt sein. Sondern, dass ich das verstehe in dem Sinne, dass ich die Kinder unterstütze, selber ihre Interessen, ihre Rechte zu vertreten. Dass sie zu stärken und natürlich auch mich politisch dafür einsetze, die Bedingungen zu schaffen, die es Kindern dann ermöglichen zu vertreten. Und das ist ziemlich im Gegensatz übrigens einem Sprachgebrauch, den ich immer versuche wieder anzugehen, aber vergeblich irgendwie, dass man davon redet, dass Kinder beteiligt werden. Ja, ich finde diesen Ausdruck, der ist von Kindern kritisiert worden. Also in dem ersten Kinder- und Jugendreport in Deutschland 2010 haben die da kritisiert, dass man immer von Beteiligtwerden reden. Die war sehr sensibel dafür, dass das eigentlich ein Widerspruch ist, dass es eine paternalistische Formulierung ist, ja, die aber nach wie vor also immer wieder mir begegnet, auch selbst bei den engagiertesten Leuten. Also da sollten wir irgendwie, denke ich, auch sprachsensibel, sozusagen uns sprachlich sensibilisieren an dem Punkt. Ja, ja, ich versuche das mal ganz sensibel. Ich würde gerne wieder die Jugendlichen beteiligen und ich möchte, dass sie hier jetzt ihre Interessen vertreten, weil jetzt wollen wir ja dazu kommen, auch wieder miteinander zu sprechen. Ich würde aber trotzdem nicht so gerne das hier abbrechen. Wenn jetzt noch 2-3 Wortmeldungen sind, würde ich die auch noch zulassen. Waren jetzt noch weitere Wortbeiträge? Hier vorne, ja. Also ich denke, was noch ganz wichtig ist zu bedenken, ist, dass es eigentlich was mit Machtabgabe der Erwachsenen zu tun hat. Und die müssen wirklich lernen, ihr Verständnis im Umgang mit Kindern zu verändern. Das ist ein großer Prozess, der in vielen Institutionen erstmal in Gang gesetzt werden muss, um dieses überhaupt zu erreichen. Denn viele sind ja gar nicht bereit so, weil ihr Verständnis, nämlich dieses Mitbestimmung, ich frag mal und dann ist gut. Kann auch erst. Also ich stimme Ihnen völlig zu, nur ich finde es ein bisschen ein Problem, von Machtabgabe zu reden. Ich würde sagen, eher ist es eine Frage der Machtteilung, natürlich der Umverteilung, weil es nicht darum geht, jetzt Kinder an die Macht. Weil es gibt so einen schönen Roman von dem Janusz Korczak, den Sie kennen, König Matusz, also wo er entwickelt eine Gesellschaft, wo jetzt also irgendwie die Kinder die Macht übernehmen. Das ist der König, der Königtum. Und das geht schief natürlich irgendwie, weil es ist auch blöd, wenn man jetzt eine Macht durch die andere ersetzt. Also deswegen finde ich immer Kinder an die Macht oder Machtabgabe ein bisschen ein Problem. Aber es ist im Sinne von Machtabgabe auf jeden Fall wichtig. Und das ist klar. Also wir müssen da auch, das ist ähnlich wie in der Frage der Ökologie und so.
ja irgendwie auch nicht nur uns selber sehen, sondern den anderen mitsehen, worauf vorhin Reinhard Eichholz hingewiesen hat. Aber ich wollte in dem Zusammenhang auch noch einen Punkt sagen, auch was jetzt, weil wir gerade die Veranstaltung in Nordrhein-Westfalen haben und Sie da in Piratenfraktionen hier im Landtag aktiv sind. Also es ist ja vor 12 Jahren ist hier ein Landeskinderbeauftragter, der zur Unterstützung der Kinder gedacht war, abgeschafft worden. Ja, und der ist ja noch verkörpert hier anwesend, Reinhard Eichholz, der das die ganze Zeit gemacht hat. Und der nach wie vor also in der Frage der Kinderrechte sehr, sehr engagiert ist, sehr, sehr viel macht und hier freundlicherweise auch hierher gekommen ist. Aber ich finde, es wäre wirklich eine Frage wert, ob nicht auch eine Initiative geschaffen werden sollte, diese Institution wieder einzuführen. Ja, und ob man da nicht eine Initiative ergreifen kann. Ja, ich glaube, das war ein ganz schönes Schlusswort. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt das Recht auf Menschenrechte, indem wir genug Sauerstoff in der Luft wieder haben. Ich würde gerne hier mal 5 bis 10 Minuten einmal durchlüften und dann machen wir alle gemeinsam weiter. Nochmal ganz herzlichen Dank, Professor Liebel. Applaus